Diskurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Geraubte Kunst. Wem gehören Kulturgüter? Von Professor Benedikt Savoy. Gehalten am 15. Februar 2017 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Sehr geehrter Herr Generaldirektor, liebe Frau Siegel, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich bin wahnsinnig froh und dankbar, hier zu sein. Ich war in den 90er Jahren, als ich an dieser Dissertation gearbeitet habe, einmal hier in der RARA-Abteilung, um analog an einem Buch etwas zu überprüfen. Aber ich bin, seitdem es Internet gibt und wenn ich Zeit zum Forschen habe, mehrere Stunden pro Tag hier, allerdings in Berlin, und zwar in der digitalen Bibliothek dieses Hauses, die, wie ich gerade hörte, die größte, aber aus der Nutzerperspektive auch die beste, die praktischste, die handbarste für einen Forscher ist, wie ich finde. Und ich bin gerne jetzt in echt hier, aber ich werde weiterhin auch sehr gerne im Netz bei Ihnen sein. Sie haben gesagt, oder Sie hofften, dass ich Ihnen irgendwelche Antworten auf diese Frage geben kann, wem gehören Kulturgüter? Ich sage es gleich vorweg, eine Antwort, eine einfache jedenfalls, gibt es nicht. Was es gibt, ist unsere Bemühung, die immer größer werden sollte, auch an den Universitäten, sich ein Gefühl für die, also für einen selbst, aber auch den künftigen Generationen, die immer mehr mit diesem Thema, glaube ich, zu tun haben werden, ein Gefühl für die sehr hohe Komplexität des Themas zu vermitteln. Jetzt bin ich gespannt, ob die Sache läuft. Wenn nicht, müssen wir mehrmals den Anfang machen. Danach läuft alles. Wir wissen, dass am Anfang etwas klemmt. Genau. Das ist das Ende. So, jetzt fehlt der Ton. Nochmal. Der Ton? Der ging vorhin. Also jetzt ist ganz großer, großer Ton und sehr laute Musik. Sie sehen eine Szene in Paris mit Demonstranten, die für die Rückgabe von Kulturgütern plädieren, und hier erzählt ein alter Botschafter, dass im Krieg, im Opiumkrieg, Objekte aus dem Sommerpalast in Peking nach Paris gekommen sind und dass China sie jetzt zurückholen will. Diese Objekte wurden versteigert, tak, 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 hier ist ganz tolle Musik und Jackie Chan kommt. Jackie Chan wird ab jetzt 90 Minuten lang in Paris versuchen, mit den üblichen Prügelszenen und Karate-Szenen, die seine Filme ausmachen, wird versuchen und es wird es auch schaffen, diese zwei Objekte nach China zurückzuholen. Interessant. Gucken Sie sich den Film an. Er heißt CZ12, Chinese Zodiac 12. Und ist, wie ich finde, der beste Film über Kunstraub aller Zeiten. Den kann man sich auch mit Kindern und Enkelkindern angucken, das ist der Vorteil. Und sowas Lustiges gibt es selten, zumal zum Beispiel diese chinesischen Bronzeköpfe in Paris in einem Raum gefunden werden, wo auch Nofretete präsentiert wird. Und wie wir wissen, und Herr Wildung, der ehemalige Leiter, Direktor des Ägyptischen Museums in Berlin, weiß es noch besser. Es gibt nur eine Nofretete und die ist auf gar keinen Fall in Paris. Dass das Thema Beutekunst, Kunstraub, Verlagerung von Kulturobjekten selbst Hollywood oder auch so Actionfilme erreicht hat, ist ein Symptom für die Aktualität des Themas, aber auch für die Beliebtheit des Themas in Medienzusammenhängen. Es ist ein Thema, mit dem man Aufmerksamkeit in den Medien auf sich ziehen kann und ein Thema, für das sich die Jugend sehr interessiert. Das ist das Publikum von Jackie Chan, sind jüngere Leute, und wir merken an den Universitäten, dass das Interesse für solche Fragen, Provenienz, Kunstraub, unlautere oder lautere Verlagerung, die jüngeren Studenten, also alle unter 25, sehr stark interessiert. Das ist aber kein neues Phänomen.
Der erste Film, die erste große, riesige, erste Großproduktion der Sowjetunion zusammen mit der DDR, die erste Koproduktion, der Film Fünf Tage, Fünf Nächte, ist von 1961 und ist dem Abtransport der Kunstwerke aus Dresden 1945 durch die Rote Armee gewidmet. Er wurde gedreht zu einem Zeitpunkt, wo die Sowjetunion die Kunstwerke zurückgegeben hatte, und begleitend haben die DDR und die Sowjetunion einen ganz großen, auch großartigen, den findet man auf YouTube, großartigen Film gedreht. Die Musik hat extra Schostakowitsch komponiert, und das ist der erste Beweis für das Masseninteresse an ein Thema, das wir hier auch wissenschaftlich behandeln, aber eigentlich ein großes Thema des Jahrhunderts ist. 3 Jahre später kam in Paris der sehr berühmte Film Le Train, also The Train, der Zug von Burt Lancaster, wo es um die Verhinderung des Abtransportes jüdischer Kulturgüter durch die Deutschen, ein Zug sollte diese Güter nach Deutschland bringen und die Resistance, der französische Widerstand, und zwar die Eisenbahner-Resistance, verhindert die Geschichte. Vielleicht ist Ihnen der Film bekannt, er ist auch sehr schön. In den letzten Jahren haben sich solche Filme vermehrt wie warme Semmel, sagt man so? Nee, bestimmt nicht. Also haben sie sich sehr vermehrt. Monuments Man ist allen bekannt. Woman in Gold wurde vor 2 Jahren auf der Berlinale gezeigt. Auch im Programmkino oder in kleineren Filmregien ist das Thema sehr präsent. Hier sehen Sie L'Antiquaire, ein französischer Film von François Margolin von 2015. Aber nicht nur im der sogenannten westlichen Welt oder in Westeuropa, in Amerika ist das Thema präsent, sondern auch in der Ukraine, im osteuropäischen Kino etc. etc. bis hin zu Hongkong und Jackie Chan. Das Thema interessiert also das Kino, interessiert die Medien. Sie erinnern sich alle an die riesige Presseberichterstattung über den sogenannten Fall Gurlitt. Das war in Deutschland sehr stark, aber ganz Europa hat diese Geschichte verfolgt. Wenn man sich Fernsehsendungen, Zeitschriften, Internetseiten, Blogs, Tageszeitungen anschaut, ob in Frankreich, in Russland oder in der ehemaligen Sowjetunion, in Italien, ist das Thema täglich präsent. Ich zeige Ihnen von links nach rechts eine Seite aus der Tageszeitung Libération, also mit der Überschrift „Das Museen ab jetzt", das war 2014, die Provenienz ihrer Werke nennen müssen. In der Mitte haben wir es mit einem Still aus einer Fernsehsendung aus der Ukraine, wo es auch um eine Bibel geht. Und hier ein Blog, auch von 2014 aus Italien, Chilia Visti, Tesori di Piemonte e Lombardia, ancora prigionieri di guerra. Also hier, die Kunstwerke aus der Lombardei und dem Piemonte sind immer noch Kriegsgefangene. Auch diese Rhetorik des Kriegsgefangenen-Gemäldes oder Buches ist in allen Sprachen eigentlich, je nach Perspektive, präsent. Kino, Presse, auch die zeitgenössische Kunst hat sich des Themas ermächtigt. Sie sehen hier von Raphael Denis eine Installation mit dem Titel La Loi Normale des Erreurs. Ich habe sie selber im Musée Picasso in Paris gesehen. Es sind Gemälde, die nur in Schwarz hier übermalt sind, die Rahmen und die Leinwände, und drauf steht mit Kreide vernichtet. Das ist nicht nur bei diesem Künstler der Fall. Ich werde nachher ein Werk von Ai Weiwei erwähnen, etwas ausführlicher, wo es auch um diese Thematik geht. Und dann gibt es die Museen, die sich mit dem Thema befassen. Also Sie sehen hier eine ganze Reihe von Ausstellungskatalogen, von Beutekunst unter Napoleon bis zu Rubens in Sibirien. Dann haben Sie die vielen, vielen, vielen Wissenschaftler, wie ich zum Beispiel, die darüber einen Aufsatz nach dem anderen publizieren, ob in vielen Disziplinen, also sowohl Juristen als auch Kunsthistoriker, Bibliothekare, alle Museumsleute, alle arbeiten aus ihrer Perspektive dran. Und die Frage, die sich dabei stellt, bei allen eigentlich, bei diesen in den verschiedenen Medien, ist: Wem gehört die Kunst? Ich habe schon gesagt, dass wir keine Antwort finden werden. Vielleicht
auch nicht in unserem Leben. Vielleicht wird das die nächste Generation auch nicht finden. Und ich fand Ihre Anregung vorhin, dass man sich vermehrt mit der Frage, oder man, das tun Sie jetzt schon, aber dass wir Wissenschaftler und auch mit unseren Studenten uns noch mehr und ausführlicher mit der Frage befassen, was bedeutet Beutekunst oder was bedeuten die Folgen von Beutekunst im Zeitalter von 4.0? Also könnte man von einem Kunstraub 4.0 reden. Ich hatte neulich eine schöne Debatte mit Studenten in Berlin, die fanden alle, dass das Humboldt, nicht alle, das war eine Debatte, einige waren dagegen, aber einige kamen auf die Idee, man könnte im Humboldt, alles was im Humboldt Forum versammelt sein wird, also in Berlin in diesem mega ethnologischen Museum, könnte man eigentlich duplizieren mit 3D-Druckern, Verfahren etc. Dann würde man die Duplikate in Berlin behalten, weil das Schloss selber ein Fake ist, könnte man lauter Fakes da drin haben, also da wo es hin muss. Und man würde überall drunter schreiben, dieses Werk haben wir gehabt 100 Jahre, aber jetzt finden wir, dass es restituiert werden sollte. Wir haben es restituiert und die Studenten waren ganz begeistert. Sie meinten, das wäre so ein Gesamtkunstwerk, das Ganze, und das würde Spaß machen. Dann entfachte sich eine Debatte über Authentizität etc. Es ist ein anderes Thema, also Kunstraub 4.0, aber ich fand Ihre Anregung sehr gut und die Fragen, die damit zusammenhängen. Ich habe den Vortrag für heute in fünf Schubladen organisiert. Die erste heißt also, wem gehört die Kunst? Die zweite heißt, eine Vergangenheit, die nicht vergeht. Die dritte Schublade habe ich genannt, Displaced Objects und kulturelle Befruchtungen. Und es gibt zwei zusätzliche Punkte, -1 und 0. -1 ist eine Art Bemerkung zunächst. Worüber ich heute spreche, sind nicht Zerstörungen von Kunstwerken. Es geht hier nicht um die schrecklichen Aktionen, die wir in den letzten Jahren auch im Fernsehen, in den Medien als Videos, als Videobotschaften, als von den Tätern selbst hergestellten Videos gesehen haben. Zerstörungen, ein Vandalismus, der schon eine lange Tradition hat, vom Ikonoklasmus, der aus den Religionskriegen bis hin zur Französischen Revolution. Sie sehen hier die Zerstörung eines königlichen Kriegerdenkmals in Paris. Und vielleicht noch als Hinweis für diese andere Tradition, die Tradition der Zerstörung von Kunst aus ideologischen Gründen, diese bekannte Zeichnung von Goya mit dem Hinweis, also man sieht hier den Vandalen, den Zerstörer, den Bildzerstörer, den Kunstzerstörer mit seiner Ikonografie, die sehr sich wiederholt. Also die IS-Leute sind auch oft auf Leitern zu sehen. Ich zeige es Ihnen vielleicht nur, um das gesagt zu haben. Sie sehen hier diese Ikonografie der Leiter. Man steigt hoch zu der Kunst nach oben, um sie zu zerstören. Das ist eine Ikonografie, die es schon lange gibt. Und hier hat Goya sein Blatt mit der handschriftlichen Bemerkung oder mit dem Titel versehen. Er weiß nicht, was er tut. Dieser Vorwurf der Vandalen, der Zerstörer, der Barbaren, die nicht wissen, was sie tun, sie wissen natürlich sehr genau, was sie tun, ist nicht mein Thema. Es geht mir nicht um Zerstörung, sondern um das Begehren von Kunst, der Kunst der anderen, also das Wegnehmen, das sich aneignen und also physisch, praktisch aneignen und abtransportieren. Auch das hat eine lange Tradition. Ich zeige Ihnen nur schnell zwei Reliefs aus dem britischen Museum, wo Sie schon sehen, dass in den babylonischen Kriegen und in der Urantike sozusagen so etwas sogar auch schon nicht nur in Texten, sondern auch bildlich, visuell thematisiert wurde. Man sieht auf der linken Seite, wie Gefäße hier und kostbare Objekte aus einer zerstörten Stadt weggeführt werden. Und hier sind das die Götter, die weggeführt werden. Natürlich müsste man an dieser Stelle lange darüber reden, ob ein Kultgut dasselbe ist wie ein Kulturgut in unserem Sinne, ob Kunst um Wegnahmen aus religiösen Gründen dasselbe sind wie aus kulturellen Gründen. Das können wir nachher in der Diskussion gerne besprechen. Ich wollte nur sagen, hier geht es um Wegnehmen, aber bewahren bei sich, woanders. Das, was ich gerne auch Translokationen nennt. Also man transloziert Objekte, aber man zerstört sie nicht. Das war -1. Und die zweite Bemerkung, 0, ist eigentlich eine Frage, ist
dieses Wegnehmen von Kunstwerken, dieses Abtransportieren, sich aneignen wollen, eine anthropologische Konstante. Da gab, man kann sagen, jedenfalls erzählen uns Quellen seit sehr lange um, von solchen Zügen, die könnte fast sagen, der Bestseller oder das erste tollste Buch über Provenienzforschung, das jeder Provenienzforscher und jede Provenienzforscherin lesen sollte und kann und mit Freude lesen wird, ist von Cicero, die Schriften gegen Verres. Sie sehen hier Cicero und er erzählt uns, also wie in diesen Reden, also in dieser Anklage gegen einen Kunsträuber, wird einem die erste große Geschichte während der Punischen Kriege von Objekten, die vom Besiegten, vom Sieger zum Besiegten, vom Besiegten zum Sieger kamen und dann hunderte von Jahren später zurück, in dem Fall nach Sizilien zurückkamen und durch einen unlauteren römischen Statthalter aber dann im Jahre 70 vor Christus nach Rom gebracht wurden. Und Cicero als junger Rechtsanwalt hat die Sizilianer verteidigt mit Argumenten, die wirklich fast wie von heute klingen. Also zum Beispiel erzählt der Verres, ja, aber ich habe alles gekauft. Und Cicero sagt, ja, aber zu welchem Preis eigentlich? Und die Frage des richtigen Preises, die Frage der Liebhaberei oder des Raubes, also Sachen, die wir heute auch in den Diskussionen haben, sind da alle schon sehr schön verhandelt. Ich empfehle Ihnen noch einmal reinzuschauen. Also im alten Rom, im Dreißigjährigen Krieg hat es große Translokation von Kunstwerken. Heute sind viele Objekte aus den Museen in Stockholm, zum Beispiel aus der Kunstkammer und aus den Sammlungen in Prag. Das berühmteste Beispiel ist vielleicht dieses Gemälde von Archimboldo. Es gab auch dazu, gerade in Schweden ist das Thema sehr präsent, hier eine Ausstellung in Stockholm vor wenigen Jahren über den schwedischen Kunstraub in Mitteleuropa im Dreißigjährigen Krieg. Sehr schön, modern, gut organisiert, gut dokumentiert ist der napoleonische Kunstraub. Ich sage gut dokumentiert, weil, wie Sie wissen, diese Jahre um 1800 der Anfang der modernen Statistik sind. Und die Leute, damals die Kommissare und alle, die sich damit beschäftigt haben, Kunstsammlungen, Bibliotheken und Archive aus ganz Europa nach Paris zu versammeln, nach der Französischen Revolution, haben alles sorgfältig aufgeschrieben, was sie getan haben und auch mit Listen und eben Preisen und guten Statistiken, das lässt sich ganz wunderbar rekonstruieren. Dann nach dem Ersten Weltkrieg im Rahmen des Versailler Vertrags gibt es auch ganz große Bewegungen. Das berühmteste Beispiel ist, dass Berlin Teile aus dem Genter Altar zurück nach Gent geben musste, obwohl Berlin sie gekauft hatte, also eigentlich völlig illegal. Und hinzu kommt, was Sie vorhin auch schon, Herr Senova, gesagt haben, das Ganze, was in der Kolonialzeit passiert ist, aus wissenschaftlichen Gründen, aufgrund des Kunstraubs, aus vielen anderen Gründen kamen Objekte aus der ganzen Welt, vom Süden nach Norden hauptsächlich. So. Jetzt komme ich endlich zum ersten Punkt. Wem gehört die Kunst? Auf diese Frage geben uns Texte, versuchen Antworten zu geben, aber auch visuelle Objekte. Und ich habe versucht, weil es jetzt ein Vortrag ist, der mit Bildern argumentiert, so viele Bilder wie möglich zu finden, um Ihnen zu erzählen, was ich zu erzählen habe. Man könnte dieselbe Geschichte mit Texten, mit Zitaten erzählen. Der Titusbogen in Rom ist innen drin mit einem Relief ausgestattet, wo zum ersten Mal vielleicht in dieser Deutlichkeit eine Translokation, also die Einführung der Schätze aus Jerusalem durch Titus nach Rom dargestellt wird. Wir sehen hier die Menorah, also die heilige Menorah der Juden, wir sehen hier die heiligen Trompeten, die Tische, auf den Inschriften, auf den Tafeln stand drauf, was alles abtransportiert wird und um darzustellen, um zu deutlich zu machen, wie wichtig diese Beute und auch wie schwer sie ist, tragen sehr viele Soldaten, also 8, glaube ich, gezählt zu haben, eine tragbare und tragen das Ganze hier durch einen Triumphbogen, das ist der Triumph des Kaisers, das ist ein militärischer Sieg und die Kunst oder diese heiligen Objekte kommen
durch den Triumphbogen, der oben mit Pferden bekrönt ist. Das ist eine klare imperiale Geste. Um 1800, als Napoleon und seine Leute und vor ihm die Französische Revolution Hunderte von Kunstwerken, Manuskripte, Handschriften, Rara aus den Sammlungen in Italien und vor allem aus den vatikanischen Sammlungen nach Paris abtransportiert haben, hat man sich an diese Ikonografie des Kaisers Titus erinnert. Und hier sehen Sie eine Malerei auf einer riesigen Vase, die Vase ist so groß wie ich, aus Sèvres Porzellan, und auf dem Bauch dieser Vase wird dargestellt, wie die Laokoon-Gruppe, das war die Ikone der Antike um 1800, wie die Venus Medici hinten und die Handschriften oder Handschriften auf dem Vatikan durch junge Männer auf Tragbahren getragen werden und genau in derselben Bewegung. Nur jetzt gehört diese eroberte Kunst nicht dem Kaiser. Wenn wir uns um die Vase drehen, sehen wir, dass der Zug auch durch eine Art Bogen geht, aber dort, wie Sie sehen, reingeht und, ups, wo geht es rein? Vielleicht sehen Sie oben geschrieben Musée. Das ist nicht nur, nicht mehr der Triumph des Kaisers, also jedenfalls erzählt uns diese Darstellung auf der Vase nicht, dass hier Napoleon einen militärischen Sieg hat, sondern das ist der Triumph der bürgerlichen Institution Museum. Das heißt, für die Leute visuell vermischen sich mehrere Ebenen. Jeder denkt sofort an den Triumph des Kaisers, weil das eine wiederholte Ikonografie ist. Kunstwerke werden erobert und kommen durch einen Triumphbogen, aber in dem Fall ist es eben ein Museum, die bürgerliche Institution, ein Ort, wo alle an die Kunst rankommen werden, und das Ganze hat überhaupt nichts Militärisches, so die Aussage dieser Malerei. Also wem gehört die Kunst? Die Antwort wäre die eroberte Kunst, zunächst dem Sieger vielleicht in der Antike und hier um 1800, ja, der Öffentlichkeit, dem Citoyen, dem befreiten Citoyen. Und diese Kunst, die Rhetorik der Französischen Revolution war ja, Kunst ist ein Produkt der Freiheit, also muss sie im Land der Freiheit sein und wir befreien sie aus allen anderen Ländern, wo es noch Herrscher gibt, und wir holen sie ins Land der Freiheit, also nach Frankreich. Auch die ganze Intelligenz ja in Europa um 1800 hat sich mit dem Thema befasst, und auch Schiller hat vielleicht das schönste Gedicht, also wir hatten schon den schönsten Film, Actionfilm, das beste Provenienzbuch mit Cicero, und wenn wir in der Sparte Gedichte überlegen, was ist vielleicht das schönste Gedicht über Kunst, Raub, Beute, Kunst, das ist sicherlich dieses kurze Gedicht von Schiller von 1803, die Antiken zu Paris. Er hat es geschrieben zu einem Zeitpunkt, wo die Kunstwerke aus Rom nach Paris gebracht worden waren und gerade erst ausgepackt waren. Also das Musée Napoléon hieß noch Musée Central des Arts, der Louvre. Und hier wurden die Kunstwerke gerade ausgepackt, zum Ärger der deutschen Intelligenz, die sich ja so stark mit Italien identifiziert hat um 1800, dass der Raub an Italien wie ein Raub nicht nur an die Menschheit, sondern auch an die eigene Identität der Deutschen ausgelegt wurde. Er schreibt: Was der Griechen Kunst erschaffen, mag der Franke mit den Waffen führen nach der Seine-Strand. Und in prangenden Museen zeigt er seine Siegstrophäen dem erstaunten Vaterland. Ewig werden sie ihm schweigen, nie von den Gestellen steigen in des Lebens frischen Reihen. Und jetzt kommt die Antwort auf die Frage, wem gehört die Kunst? Der allein besitzt die Musen, der sie trägt im warmen Busen, dem Vandalen sind sie Stein. Die Antwort ist also, der die Kunst liebt, hat einen Anspruch auf sie, der sie versteht, und für die sie nur wegnehmen, sind sie gar nichts, sind sie nur materielle Werte, aber nicht ideelle Werte. Das Problem ist, ich muss kurz Pause machen, ich sage das Problem oder das Interessante an diesem Gedicht von Schiller ist, dass das Argument der Kunst, die dem, der sie liebt, gehört, immer wieder
auch heute in den Medien zu hören ist. Heute heißt das nicht mehr, die sollen die Kunst behalten, die sie lieben, sondern heute heißt das eher, die sollen die Kunst behalten, die sie gut pflegen, die sie gut konservieren können. Das ist eine Antwort. Aber wir sehen hier in diesem Auszug aus dem Film von Frankenheimer, The Train, dass dieses Argument immer in verschiedenen Richtungen immer gedreht werden kann und deswegen heute auch, wenn wir lesen, wenn wir es lesen, mit Vorsicht immer und mit all diesem Hintergrund gehört werden soll. Ich zeige Ihnen die Schlussszene aus dem Film The Train. Hier ist derjenige, der in Paris den Transport der jüdischen Familien geraubten Kunstwerke organisiert nach Deutschland und der Zug ist gerade abgehalten worden von der Resistance. Aber ohne Ton wird es schwierig. Was machen wir jetzt? Mein Laptop lauter machen. Aber lauter, es ist bei 100, wie Sie sehen. Hier vielleicht noch, hier ist es auch bei 100. Sie bekommen kein Signal. Ich leide. Ich steck das mal raus und dann wieder rein. Und ich puste drauf. Sonst erzähle ich Ihnen, was er sagt, aber der O-Ton ist natürlich. Ich nehme was? Okay, macht nichts. Also, er sagt zu Labiche, ich zeige Ihnen die Szene und dann, nee, die ist auch gar nicht so, Entschuldigung. Er sagt zu Labiche, der ihm gegenübersteht, Labiche, diese Kunst bedeutet für dich gar nichts, du hast überhaupt keine Ahnung, was das ist, du bist ein Wurm, Labiche. Kunst gehört demjenigen, der sie lieben kann und schätzen kann, Leuten wie mir. So. Und dann hat sich das Labiche angehört, dass er ein Wurm ist, er hat immerhin die Waffe in der Hand. Hier wiederholt der Deutsche, dass Labiche ein Wurm ist und gleich wird er niedergelegt. Und man sieht am Ende die toten Resistenzkämpfer im Hintergrund. Labiche hier, der selber verletzt ist, den toten Deutschen und vor allem die Kisten mit den Kunstwerken, die auch wie Särge da rumliegen, alle mit Aufschriften Cézanne, Renoir etc. Also hier wird das Argument umgekehrt sozusagen von denjenigen, die sich die Kunst aneignen, sie sagen, wir eignen uns die Kunst an, weil wir sie besser verstehen als da, wo sie ist. Und genau dieses Argument findet man auch in der russischen Propaganda, in der sowjetischen Propaganda. Hier sehen Sie auch eine Szene, wo mit lauter symphonischer Musik von Schostakowitsch und ganz riesiger Rührung durch die Musik, war Brummen. Also hier kriegen Sie alle Gänsehaut, weil diese Musik einfach sehr ergreifend ist und alles ist ruhig, Sie sind im Kinosaal, die Leinwand ist riesig, wir sehen die Sixtinische Madonna von Raphael, wie sie gerade von sowjetischen Soldaten wieder gefunden wurde und diese einfachen Soldaten stehen drumherum, alle sind still, in anbetender Position, das ist ein sakraler Akt, ein für die Sowjetunion überraschend religiöser Akt vor der Madonna. Alle schweigen stundenlang, also es fühlt sich sehr lang an im Film. Und der brave Soldat so und so weint vor Rührung.
Und an der Stelle erzählt der Soldat, dass er beim Anblick der Madonna an seine Frau denkt und an sein Kind, die beide von den Deutschen ermordet wurden. Und dass sie wahrscheinlich seine Frau auch so barfuß rausgegangen ist wie die Madonna. In dem ganzen Film, den man auch ernst nehmen kann, man kann ihn als Propaganda abtun, aber man kann das auch ernst nehmen und denken, dass eben diese Rhetorik der Schönheit, die jeden im Volk ergreift, auch etwas ernst gemeintes ist. Jedenfalls ist hier der Subtext von dem ganzen Film, dass die Sowjetunion, die Soldaten, die Rote Armee hier das Recht haben, die Objekte an sich zu nehmen, weil sie diese Kunst respektieren, lieben, würdigen und sogar in einer solchen sakralen Szene wie eine Religion verherrlichen. Das ist insofern interessant, als hier wieder eine andere Perspektive ins Spiel kommt. An anderen Szenen sieht man, wie Nazis auf Kunstwerke schießen. Also die haben keine Liebe, keinen Respekt und schießen auf Kunstwerke und dagegen die Russen, die dürfen die Kunst zu sich nehmen, weil sie sie lieben. Es gibt auch, und das ist ganz lange so, die visuelle Rhetorik der Experten, der Expertise, die zeigt, dass diejenigen, die die Kunst lieben und auch verstehen, und hier in dem Fall ist es eine sowjetische Kunsthistorikerin mit ihrer Lupe in der Hand, also sie weiß, was sie tut, sie kennt die Kunst und sie geht sehr sorgfältig damit um. Auch diese Ikonografie des Experten als Legitimationsfaktor für die Wegnahme von Kunst kennen wir aus früheren Zeiten. Sie sehen auf der linken Seite Dominique Vivant-Denon, das ist der Kulturminister von Napoleon gewesen hier. Der hat keine Lupe, aber eine Brille auf der Nase und der steht gerade in der Berliner Kunstkammer, in der Königlichen Kunstkammer, die so dargestellt wird, als wäre es ein super Chaos. Und jetzt kommt endlich der Experte mit seiner Brille, guckt sich an, was die armen Berliner, die keine Ahnung haben hier im Chaos, was die eigentlich haben. Und alles, was er für gut befindet, nimmt er mit nach Paris. Das ist die Antwort, also wem gehört die Kunst? Die Kunst gehört der, der sie liebt, verehrt etc., aber auch demjenigen, der mit seiner Brille als Experte sie erkennen kann und mitnimmt. Auch hier eine weitere Szene aus dem Film 5 Tage, 5 Nächte. Die Situation, dass man kniet vor einem Gemälde, ist auch etwas, was wir kennen. Hier in Kassel, Herr Ottomayer, bei Ihnen zu Hause, hier kniet derselbe Dominique Vivant-Denon, guckt sich Gemälde im Knien an, also als Experte mit seinem ganzen Körper. Der andere Franzose, sein Gehilfe ist hier. Der arme deutsche Museumsdirektor kniet eben nicht, kann er auch nicht, das ist ja so die Propagandasprache des Bildes, das ist französische Propaganda. Er steht daneben und kann nichts tun und die Objekte werden untersucht, bevor sie wegkommen. Das finden Sie ewig und das finden Sie auch im heutigen Diskurs. Wir sind die besten Aufbewahrer für Kunst, weil wir die besseren Konservatoren, Werkstätte haben oder so. Das findet man immer wieder. Das ist hier ist ein Gemälde aus den 80er Jahren aus Russland, wo die Sixtinische Madonna aus Dresden noch einmal gezeigt wird mit stillen Soldaten, die stillhalten wie eine Garde, wie eine Wache. Und hier sitzt nicht von ungefähr schon wieder eine Frau, eine junge Frau mit Lupe und mit Kittel als Expertin. Und sie weiß ganz genau, was mit diesem Bild passiert. Das Bild wurde ja bekanntlich nach Moskau abtransportiert und blieb 14, 15 Jahre in Moskau. Zweite Schublade. Also die Antwort auf die Frage, wem gehört die Kunst, ist eine Antwort, die je nach Perspektive, je nach Propaganda, je nach Sprache immer wieder anders beantwortet wird. Und wir können wenigstens festhalten, dass es immer schwierig ist, wenn jedenfalls derjenige, der sie besitzt, auch eine Antwort auf diese Frage hat. Weil sie gehört uns, weil. Das ist immer schwierig. Mehr sage ich erstmal nicht. So, eine Vergangenheit, die nicht vergeht. Hier geht es um die Erinnerungsgeschichte von Beutekunst. Ich sage Beutekunst, der Begriff geht gar nicht. Eigentlich müsste ich immer Translokation sagen, weil Beutekunst schon eine Parteiname ist und manchmal ist die Gemengelage schwierig. So, wir haben gemerkt, auch an diesen Filmen, an den vielen Publikationen zum Thema, dass das Thema sich über Generationen hinweg fortsetzt und weiter fortsetzt. Sie sehen hier in Venedig, San Giorgio Maggiore, die Mensa eines Klosters, wofür hinten
ein Gemälde extra gemalt worden war, nämlich die Hochzeit zu Cana von Veronese. Das Gemälde wurde 1797 von den französischen Revolutionstruppen von Venedig nach Paris abtransportiert und befindet sich heute noch im Louvre. Sie sehen hier das im Hintergrund, leider genau gegenüber von der Mona Lisa, sodass kein Mensch in der richtigen Richtung schaut. Das Foto habe ich in den letzten Winterferien, also als ich in Paris war, geschossen, und Sie sehen, wie dieses Gemälde, das eben hier seinen Platz als Unikat hat und den Raum gefüllt, diesen wunderbaren Raum von Palladio gefüllt hat, das Bild ist nicht mehr da, und es ist aber an einem Ort, wo es nicht wirklich angeschaut wird. Interessant an dieser sehr schönen Fotografie ist, dass bis in die 50er Jahre, das ist eine Fotografie, die als Grundlage für eine Postkarte benutzt wird, die Erinnerung an die Abwesenheit des Bildes durch solche Postkarten festgehalten wurde. Bis vor kurzem ging man als Tourist da rein und bekam die Geschichte erzählt, das Gemälde, das hier war, ist nicht mehr da, das ist seit 1797 im Louvre. Neuerdings hängt seit 3 Jahren eine digitale Kopie dort, und es gibt sehr viele Leute, die sagen, seitdem da eine exakte, perfekte digitale Kopie hängt, ist es noch schlimmer geworden, weil jetzt merken wir noch mehr, wie toll das wäre, das Echte da zu haben. Es ist eine komplizierte Diskussion, jedenfalls wollte ich damit sagen, dass die Erinnerung an die Abwesenheit von Objekten sehr lange andauert. Nicht nur in Venedig seit der französischen Revolution, sondern auch, Sie sehen hier Fotografien aus den 50er Jahren aus der Gemäldegalerie in Dahlem in Berlin. Sie sehen, dass leere Rahmen hängen, und es steht geschrieben an der Tür, diese Räume sind für die in Wiesbaden deponierten italienischen Gemälde und Skulpturen vorgesehen. Das war in einer Zeit, Mitte der 50er Jahre, wo nur noch nicht ganz, ganz klar war, dass Berlin diese Objekte, die während des Krieges ausgelagert worden waren und dann von den Amerikanern einerseits und von der Sowjetunion andererseits abtransportiert worden war. Und da wusste Berlin noch nicht, dass es seine Gemäldesammlung zurückbekommt, aber solche Räume waren schon vorbereitet und man wartete oder man erinnerte sich an die Leere. Das sind im einen Fall 200 Jahre gewesen von Venedig, also von Napoleon bis heute, im anderen Fall 10 Jahre nach dem Krieg. Und wir merken aber, dass die Erinnerung durch die Quellen, durch verschiedene Events, dass die Erinnerung sich sehr lange ziehen kann. Und die Länge zwischen der Wegnahme und der Rückgabe, wenn es eine Rückgabe gibt, immer Thema in den Medien ist. Hier sehen Sie oben eine Überschrift aus dem Internet über die Rückgabe von den 2 bronzenen Köpfen von Jackie Chan, die wir schon kennengelernt haben. Und in diesen Überschriften, das ist jetzt nur eine, aber ich hätte sehr viele zeigen können, wird immer daran erinnert, dass die Ereignisse, also die Wegnahme während des Opiumskrieges vor 153 Jahren geschehen ist. Damals hatte während des Opiumkrieges Victor Hugo, den Sie ganz links sehen, den ja in der Gattung Briefe, den schönsten Brief zum Thema geschrieben. Und zwar hatte er in diesem Brief gesagt, dass es eine Schande für Frankreich sei, diese Objekte oder das Sommerpalast in Peking geplündert zu haben und diese Objekte mit nach Europa gebracht zu haben. Und dass ich erhoffe, dass ein befreites Frankreich eines Tages die Objekte zurückgeben wird. Das heißt, wir haben immer mit der Zeit zu tun. Einerseits diejenigen, die sich erinnern, wie lange die Objekte schon weg sind, dann die Erinnerung daran, als sie wiederkommen, wie lange es gedauert hat, die Wartezeit, und aber auch in dem Augenblick, wo sie weggenommen werden, bei Victor Hugo die Hoffnung, dass es irgendwann eine Zeit geben wird, wo sie zurückgehen. Also das Ganze ist schon immer, die Translokation hat immer eine zeitliche Dimension gleichzeitig. Ich zeige auf der rechten Seite Yves Saint Laurent und seinen Mann Pierre Berger, weil sie die Eigentümer dieses Kopfes in ihrer schönen großen Privatsammlung waren, und erst als Yves Saint Laurent gestorben ist, hat Pierre Berger die Sammlung verauktioniert, und damals kam die Geschichte wieder raus. Das sind 153 Jahre. Wenn wir geschichtlich gucken, sehen wir, dass im Ersten Weltkrieg sehr viele Gelehrte sich für den französischen Kunstraub in Deutschland interessiert haben. Das war eben 100 Jahre vorher. In der schwedischen Presse sind immer wieder Hinweise darauf, dass Länder, zum Beispiel in diesem Fall
Polen Restitution fordern oder Moldawien, die im 30-jährigen Krieg, von Objekten, die im 30-jährigen Krieg weggenommen worden waren. Das sind immerhin 350 Jahre und die Erinnerung daran wird weiter gepflegt. Aber der, oder da kann man sagen, 350 Jahre oder 70 Jahre oder 150 Jahre sind nichts im Vergleich zu dieser ersten schriftlichen Bekundung einer Rückgabe, einer Rückforderung. Hier heißt das, dass, also erzählt Assurbanipal in diesem Tonzylinder, dass er während eines Krieges eine Statue zurückgeholt hat und er schreibt selber in seinem Namen, Nanaya, die 1635 Jahre gezürnt hatte, Nanaya, das ist eine Statue, die fortgezogen war und sich in Elam, einer ihr unwürdigen Stätte, niedergelassen hatte, betraute mich mit ihrer Heimführung. Also wir merken, es muss nicht stimmen, aber die Geschichte, diese epischen Übertreibung möglicherweise, erzählt uns, dass eine Statue in der Lage ist, 1635 Jahre auf ihre Rückgabe zu warten. Und deshalb war es gut, dass Sie so schnell, Herr Sinova, die Handschrift zurückgegeben haben, denn ihre Nachfolger im 23. Jahrhundert hätten vielleicht auch damit zu tun gehabt. Erinnerung an geraubte Kulturgüter vergeht offenbar nicht. Im Gegenteil, der Eindruck stellt sich ein beim Betrachten dieser vielen Quellen, dass je länger die Zeit vergeht, desto größer die Verbitterung und die, das Bedürfnis, die Objekte zurückzuhaben, also wächst. Ja, es scheint, die Wunden heilen nicht, die werden immer größer, wenn mit der Zeit nichts passiert. Und deswegen ist es wichtig, zu wissen, dass das Ignorieren von Rückgabeforderungen nichts bringt. Jedenfalls bringt es höchstens Verhärtung und Verbitterung. Hier nur zur Illustration noch einmal auf der linken Seite dieser Bericht von Assurbanipal, wie er, aus dem Tonzylinder, wie er die Nanaya zurückgeholt hat. Hier auf der rechten Seite der Brief von Victor Hugo in chinesischer Sprache. Sie müssen wissen, dass alle chinesischen Schulkinder diesen Text auswendig kennen und können. Und er ist auch am Sommerpalast vor Ort eingraviert, eingemeißelt, da wo die Objekte sich gefunden haben. Also dieser Text gehört wirklich zum allgemeinen Wissen der Chinesen über das, was im Sommerpalast passiert ist. Und in der Mitte sehen Sie einen Text von 1798 mit dem Titel, ein deutscher Artikel, Zeitungsartikel von einem Philosophen mit dem Namen Johann Friedrich Heidenreich. Und der Titel seines Aufsatzes lautet, darf der Sieger einem überwundenen Volke Werke der Literatur und Kunst entreißen, eine völkerrechtliche Question. In diesem Aufsatz gibt im Grunde Heidenreich, ich überspringe diese Geschichten, gibt Heidenreich die Antwort auf die Frage, warum die Wegnahme von Kulturgütern so lange in der Erinnerung, im Gedächtnis anhält. Er sagt, wenn ein Sieger einer besiegten Nation Kunstwerke wegnimmt, tut der Sieger so, als ob der besiegten Nation sagen würde, ich zitiere, du sollst dich forthin weniger und schwerer bilden können, dem Genie und Geschmack deiner edelsten Söhne sollen die Muster entrissen werden, die sie zur Unsterblichkeit führen könnten. Das heißt, wir merken hier, dass die Kunstwerke durch ihre eigene Unsterblichkeit sozusagen von Generation zu Generation weitergegeben werden und durch Bildung, das ist ein Ideal der Aufklärung hier, aber dass durch die Bildung an Kunstwerken der Mensch, der ja bekanntlich nicht unsterblich ist, sich zur Unsterblichkeit emporheben kann. Also die Wegnahme dieser Objekte ist sozusagen eine Beleidigung an den Menschen, der dadurch nur Mensch bleibt und nicht zur Unsterblichkeit steigen kann. An einer anderen Stelle im Text schreibt Heidenreich, der Sieger kündigt, indem er sowas tut, die Verewigung seines Hasses und seiner Rache an. Denn solange die besiegte Nation dauert, wird auch ihre Kränkung über jenen Verlust dauern, der alle Jahrhunderte hindurch nicht ersetzt werden kann. Auch da nochmal ist das Motiv oder die Antwort wäre, warum dauert das über Generationen? Weil Kunstwerke einmalig sind, also sind Unikate, auch Bücher in gewisser Hinsicht oder seltene Bücher und Handschriften und Archiven sowieso.
Diese Objekte sind nicht nur unsterblich, überdauern die Generation, sondern es gibt sie nur einmal und man kann sie nicht ersetzen. Das heißt, wenn sie weg sind, kann nichts diesen Verlust, diesen materiellen Verlust ersetzen und dadurch dauert die Rache an. So, ich zeige Ihnen an dieser Stelle nur ganz kurz, dass die Bemühung, dass die nächste Generation nie vergisst, was passiert ist, ob bei Assurbanipal oder in unserer Zeit, auch dadurch gestärkt wird, dass sehr oft die Kinder adressiert werden bei solchen Themen. Ich zeige Ihnen ein Kinderbuch über Rose Vallon. Rose Vallon war eine Kuratorin im Louvre, die als Spionin geschaut hat oder sich aufgeschrieben hat, was die Nazis für Kunstwerke mitnehmen, einpacken lassen. Und über diese junge Frau, junge Kunsthistorikerin, gibt es eben ein sehr eindrucksvolles Kinderbuch von Emmanuel Polak mit ganz großen Abbildungen. Hier in dieser Szene sehen wir, wie der Familie Rothschild die Sammlung oder einer jüdischen Familie, die daran erkennen ist, gewaltsam entrissen wird. Und ich kann Ihnen sagen, als Mutter zweier Töchter, dass dieses Buch eine unglaubliche Kraft hat auf Kinder. Meine Mädchen denken beide oder möchten beide Rose Vallon werden, die Frau, die diesen armen Leuten da alles nach dem Krieg hat zurückgeben können. Es gibt mittlerweile auch Videospiele zum Thema hier aus Frankreich. Können Sie im Internet, als Jacques Jaujard war der Louvre-Direktor in der Nazi-Zeit, Sie können als Jacques Jaujard gegen Hermann Göring spielen und die Kunstwerke im Louvre behalten, die Göring haben wollte. Er hat ja nicht im Louvre, sondern Privatfamilien geplündert, aber auch das ist für Kinder und auch das erklärt, dass beim Opfer, bei den Opfern oder bei den Nachfahren der Opfern oder bei den Nationen, die sich als Opfer fühlen, eine richtige Erinnerungspolitik, die auch nicht gesteuert ist, aber durch solche Medien betrieben wird. Und ich glaube, wenn man in Polen Kinder fragen würde, würden sie möglicherweise auch einigermaßen Bescheid wissen zum Thema. Jedenfalls französische Kinder sind versorgt. Es gibt auch eine ganze Menge von Comics etc. zum Thema. Dritte Schublade, Displaced Objects und kulturelle Befruchtung. Die Frage, die dahinter steckt, ist, wenn man sich Objekte materiell aneignet, als siegreiche Nation, wenn man sich diese Objekte nimmt, ist das jetzt einfach nur ein Transport von Objekten oder passiert auch etwas bei dem Nehmer, bei dem Sieger oder bei demjenigen, der sich diese Kunstwerke aneignet, das dazu führen könnte, dass man sagt, okay, die Objekte haben sich bewegt, aber es hat auch ein Kulturtransfer stattgefunden. Es ist nicht nur ein Transfer von materiellen Werten, sondern diese Objekte haben etwas bewirkt, da wo sie angekommen sind. Und das ist, glaube ich, wenn man versucht, diese Frage zu beantworten, soll man zurückgeben, soll man restituieren oder nicht? Ich glaube, das ist die Frage, die man sich immer mitstellen soll, nämlich hat das Objekt da, wo es ist, irgendetwas befruchtet, bewirkt oder war das im Depot oder hat sich das kein Mensch angeschaut oder. Also die Frage, hat es einen kulturellen Nutzen gehabt, diese Präsenz von Objekten und ich denke jetzt auch an afrikanische Objekte, archäologische Objekte etc. in unseren Sammlungen. Um diese Frage zu beantworten und ich versuche das schnell zu machen, habe ich drei Beispiele mitgebracht. Zunächst auf der linken Seite sehen Sie ein aus den hiesigen Sammlungen ein Ausschnitt aus der Alexanderschlacht von Altdorfer, die von Napoleon, also nicht von Napoleon in der Zeit davor, von François-Marie Neveu, das war ein Kommissar Napoleons, von München nach Paris transportiert wurde und angeblich im Badezimmer Napoleons in Saint-Cloud hing. Jüngere Forschungen sagen, dass Napoleon gar kein Badezimmer in Saint-Cloud hatte. Also, und wir wissen aus anderen Quellen, dass es teilweise im Louvre zu sehen war. Ja, Josephine auch nicht. Hat mir Napoleon gesagt, schon drei Wochen zieh die Maschen, bevor er kommt. Ja? Nee, aber ich wusste das. Naja, andere Story. Jetzt weiß ich es. Die Alexanderschlacht kam 1800 nach Paris. Das ist das erste Beispiel, ich komme darauf zurück gleich. In der Mitte erkennen Sie Echnaton, das ist der Mann von Nofretete, der mit Nofretete zusammen und einer ganzen Reihe weiterer Skulpturen, Porträtköpfe aus der Kultur von Amarna, aus Tell el-Amarna, 1913 nach Berlin, Ende 13 nach Berlin kam. Das ist das zweite Beispiel, ich komme gleich
in Detail darauf zurück. Und das dritte ist eben dieser Kopf aus der Plünderung des Sommerpalastes, mit dem sich Ai Weiwei befasst hat. Ich muss ganz kurz gucken, Entschuldigung, wie gut ich das ausführe. Ja, Entschuldigung, zurück. So, also, im ersten Fall wird es darum gehen, zu zeigen, wie diese altdeutsche Kunst in Paris irgendwas bewirkt hat und was genau, erzähle ich gleich. Im zweiten Fall wird es darum gehen, zu zeigen, wie die Amarna-Kunst, als sie nach Berlin kam, die Avantgarden elektrisiert hat und Dichter wie auch Rainer Maria Rilke zu großen und wichtigen Stellungnahmen ästhetischer Art geführt hat. Und im letzten Fall geht es um Ai Weiwei und um seine Thematisierung des ganzen Komplexes durch ein großes Kunstwerk. So, 1794 kommen aus ganz Europa auch, nicht nur, kommen hauptsächlich italienische und niederländische Gemälde nach Paris, aber auch das, was damals als altdeutsche Malerei bezeichnet wurde, es kann auch niederländisch gewesen sein oder flämisch, aber es war altdeutsch, hauptsächlich war es alt und es war eine Art von Kunst, die in den Museen Europas nicht zu sehen war. Sie war in Deutschland eher in den Depots oder in Schlössern, nicht ausgestellt in den großen Kunstsammlungen, eher nicht, und sie kamen nach Paris. Sie sehen hier den mittleren Teil des Genter Altars aus Gent, der 1794 nach Paris kam, und aus München kam eben die Alexanderschlacht. Aus Wien weitere Gemälde von Dürer, aus Braunschweig, aus dem Kupferstichkabinett in Braunschweig, auch eine Unmenge von Zeichnungen, und das Ganze bei jeder französischen Kampagne mit dem Ergebnis, dass dann in Paris altdeutsche Kunst, sogenannte altdeutsche Kunst, en masse zu sehen war, und zwar in einer Masse, die viel größer war als das, was man vereinzelt in Deutschland hätte sehen können. Sie sehen hier noch aus Danzig 1807 nach Paris mitgebracht, das jüngste Gericht von Memling, damals van Eyck zugeschrieben. Und wir wissen ziemlich viel über zum Beispiel die Wirkung von diesem einen Gemälde aus Danzig. Das kam nach Paris, das war zuvor in der St. Marienkirche in Danzig ausgestellt. Und als es nach Paris kam, wie Sie wissen, war Paris ein Hotspot geworden für die kulturelle Welt Europas. Und es kommen sehr viele Künstler auch nach Paris, auch deutsche Künstler. Und hier in diesem Fall haben wir ein Zeugnis von einem deutschen Nazarener, der mit seinem Bruder in Paris war als 20-Jähriger. Die beiden heißen Franz und Ferdinand Heinrich. Und Ferdinand Olivier und waren für mehrere Jahre in Paris, wo sie ein Stipendium hatten, um Kunst zu lernen. Und eine junge Berlinerin war mit diesen befreundet und schreibt in ihren Erinnerungen, aber das gibt es auch in den Tagebüchern, das ist nicht nur retrospektiv, sie beschreibt, was das Gemälde auf diese jungen Maler für eine Wirkung hatte. Ich lese das vor. Das geraubte Gemälde aus Danzig, das jüngste Gericht, damals van Eyck zugeschrieben, war eben im Museum aufgestellt. Die Oliviers führten mich hin. Ferdinand jubelte mit feuchten Augen. Seine mühsam zerdrückten Tränen galten dem Raube an Deutschland, der Jubel dem Anblick des alten Meisterwerks. Heinrich, der ältere von beiden Brüdern, oft kränkelnd, wusste seine Empfindung fest in sich zu verschließen. Auch starb er jung, etc. Interessant für uns ist, dass dieser Ferdinand Olivier mit einem lachenden Auge sozusagen und einem weinenden dieses Gemälde sich in Paris anschaut. Er freut sich, weil er das in Danzig nie gesehen hätte, in dieser Kirche, und ist in Paris und kann das sehen. Und er weint, weil das dem Vaterlande geraubt worden ist. Und genau diese Empfindung dazwischen, endlich können wir es sehen, aber eigentlich gehört uns das, ist wichtig einerseits, um zu sehen, was dann gerade die jungen Deutschen in Paris mit dieser altdeutschen Kunst gemacht haben. Die Oliviers bekamen den Auftrag, ein großes Bild, Reiterbildnis von Napoleon zu malen. Und so haben sie Napoleon gemalt. Das ist ein riesiges Format und das ist wahrscheinlich der einzige mittelalterlich seltsam, bizarr aussehende Napoleon aus dieser Zeit. Es gibt nur 4 Darstellungen von Napoleon auf dem Pferde aus der Zeit um 1800. Und die hier mit diesem Hintergrund, also mit dieser Perspektive, die auch
etwas damit zu tun hat. Ich kann jetzt nicht in die Details gehen, aber man merkt richtig, wie die beiden sich ihr Auge daran geschult haben. Einerseits, man merkt das nicht nur, sondern die haben Gott sei Dank ein Tagebuch geführt und sie haben überall aufgeschrieben, was sie bei diesem Napoleon-Bildnis zusammenkleben. Und sie sagen einem ganz klar so, wir kleben ein bisschen altdeutsche Malerei. Und im Grunde sieht dieser Napoleon fast wie ein heiliger Georg, der den Drachen töten. Also jedenfalls sieht er ganz anders aus als ein französischer Napoleon aus dieser Zeit. Und das ist eine Form des Kulturtransfers. Die jungen Deutschen sehen deutsche Kunst in Paris, die sonst nicht so leicht zu sehen war hier, und verarbeiten das zu etwas, was dann die deutsche Romantik wird. Hier im Kontext weiterer der drei anderen Napoleon aus dieser Zeit auf dem Pferd ausgestellt. Wir hatten das Gemälde, das jetzt hier in Farbe hängt, in Bonn in der Bundeskunsthalle ausgestellt. Das Gemälde selbst, und das ist interessant, hat auch in den Jahren um 1800 über seine Reise nach Paris berichtet. Und also das ist ein Journalist, ein witziger Berliner Journalist, der, als das Bild zurückgegeben wurde, restituiert wurde, dem Gemälde selbst eine Geschichte in den Mund gesteckt hat. Und diese Geschichte lautet, ich muss die Stelle finden, aber im Grunde sagt das Bild selbst, Sie sehen, der Artikel heißt, notwendige Empfindungen und fromme Wünsche beim Anblick der wiedereroberten preußischen Kunstschätze, Worte des Danziger Bildes, das jüngste Gericht vorstellend an seine Freunde. Also das Bild spricht an seine Freunde und sagt im Grunde, dass er, das steht unten, dass es ihm in Paris sehr, sehr gut gegangen ist, dass er, weil er erstens Gelegenheit hatte, sich mit anderen Gemälden zu messen und dass er ganz gut dabei herausgekommen ist. Erstens, zweitens, weil man ihn damals in Danzig in der Kirche gar nicht richtig gesehen hat und hier hat er viel bessere Beleuchtung gehabt in Paris. Und drittens, weil seit seiner Rückkehr alle sich für es interessieren. Ja, und er sagt am Ende, ich, das Danziger Bild, wünsche, dass jetzt der preußische König mich auch in einer öffentlichen Sammlung ausstellt und nicht zurück nach Danzig schickt, was wieder kompliziert wird. Dieser Berliner Journalist wollte, wie viele andere Berliner der Zeit, dass das Gemälde in Berlin bleibt, was nicht geklappt hat. Es ist jetzt heute im Nationalmuseum in Danzig zu sehen, während in der Kirche selbst eine Kopie hängt. Erstes Beispiel also, kann man sagen, dass die altdeutsche Kunst, die in Paris versammelt war, etwas bewirkt hat, insofern als sie wenigstens die deutsche Romantik oder die deutsche Romantiker, die in Paris waren, das waren nicht nur Maler, sondern auch die Brüder Grimm, Schlegel etc., Input gegeben haben für die, ja, die Profilierung von dem, was sie sein wollten oder womit sie sich identitär identifizieren wollten. Und zwar, es hatte schon in Deutschland angefangen, aber hier in Paris merkt man richtig, wie die Ansammlung der Kunstwerke diese Romantik befördert. 1912, jetzt könnte Herr Wildung alles viel besser erzählen als ich, und ich mache das jetzt nur ganz amateurhaft und mit vielen Bitten um Entschuldigung im Voraus. 1912 war eine Reisegesellschaft aus Dresden ganz zufällig in Tell el-Amarna, als die Ausgrabung, die berühmte Ausgrabung von Ludwig Borchardt, dem Berliner, stattfanden. Sie sehen hier eine Fotografie von dieser hohen Gesellschaft. Der Fotograf selbst war einer aus der Gesellschaft, der Amateurfotograf war, und die Fotografien liegen alle in Freiburg in der Fotothek des Archäologischen Instituts unpubliziert. Das sind Tausende von Fotografien. Und wir sehen auf diesen Fotografien auch, wie die Ausgrabung selbst stattfindet. Also hier die hohe Gesellschaft ist am Rande der Grube. Unten arbeiten die ausgraben, die Archäologen. Wir sehen auf diesem anderen Foto, wie hier Kinder und sehr junge, ja eigentlich fast nur Kinder mit Körben vor sich instruiert werden durch einen, der eine Peitsche in der Hand hält. Das sind diejenigen, die den Sand wegtragen, der da ausgebuddelt wird. Wir sehen den Archäologen selbst, Ludwig Borchardt, der sich beugt über etwas. Der Charme von diesen Fotografien und auch ihr wissenschaftliches Interesse liegt daran, dass sie nicht gestellt sind und viele auch misslungen sind. Und in den misslungenen Ecken sieht man manchmal mehr als in gestellten oder
gut gelogenen oder sortierten Fotografien. Hier Borchardt mit einem der Köpfe, die aus der Amarna-Zeit, die er gerade ausgegraben hat, und dann die berühmte Fotografie mit der Ausgrabung oder mit dem Hochheben der Nofretete. Zu diesem Zeitpunkt, als diese Bildhauer, das Ganze war, diese Objekte waren in einer Bildhauerwerkstatt gefunden worden, und das war das erste Mal, dass Kunst aus dieser seltsamen Periode der ägyptischen Kunst, des alten Ägyptens gefunden wurden. Man wusste einiges schon über Amarna, über die Tatsache, dass Echnaton als erster Monotheist eine neue Religion eingeführt hatte, dass er seine Hauptstadt versetzt hatte von Theben nach Tell el-Amarna. Man wusste einiges Historisches, aber man hatte bis dahin noch nie Kunst gesehen aus der Zeit. Und die Tatsache, dass Ludwig Borchardt eine Bildhauerwerkstatt auf einmal gefunden hat, war ein riesiges Event eigentlich. Also man wusste, man dachte auch, Echnaton und Moses sind dieselbe Person, also weil er eben mit dieser Religion kam, aber es war neu. So, warum kam diese Kunst nach Berlin und warum blieb sie nicht irgendwie in Ägypten? Das liegt daran, dass damals, wie Sie wissen, Ägypten kein selbstständiger Staat war, die alles, was über der Oberfläche war, also die Dämme, die Straßen etc., gehörte England, und alles, was unter der Erde war, gehörte im Grunde Frankreich, kann man so sagen. Der Service des Antiquités d'Égypte hatte die Verwaltung der Altertümer, der Ausgrabung. Sie sehen hier Gaston Maspero, der Direktor dieser Antiquités d'Égypte, und er hatte eine klare Vorstellung, was mit den ausgegrabenen Objekten passieren soll. Er war sehr großzügig und ließ eigentlich in seiner ganzen Amtszeit bis zum Ersten Weltkrieg, er ging 1914 nach Paris zurück, er sagte immer, wenn wir wollen, dass alles gerettet wird, was hier unter der Erde steht, müssen wir eine ganze Armee von internationalen Wissenschaftlern nach Ägypten holen. Das schaffen wir nicht alleine, das erfordert sehr viel Geld etc. Wir müssen diese Leute hier in eine Art Mobilmachung hier haben in Ägypten, und damit sie kommen und das viele Geld bezahlen, müssen wir ihnen die Stücke überlassen, die sie gefunden haben. Und deshalb war das folgerichtig sozusagen, dass Maspero, als die Nofretete und die anderen Objekte gefunden wurden, gesagt hat, okay, kann ruhig nach Berlin. Es gab zwar eine Fundteilung, aber er hatte überhaupt kein Problem damit, dass es nach Berlin geht. Er hat alles unterschrieben und das war alles komplett legal. Interessant ist, dass diese Objekte direkt aus dem Sand von Tell el-Amarna, nicht über Kairo, nicht über irgendeine Universität, sondern direkt vom Sand, ich zeige Ihnen hier drei von diesen Köpfen, direkt vom Sand auf die Museumsinsel nach Berlin kamen. Also unerforscht, unangeguckt von Wissenschaftlern, nur von diesem Borchardt und seinem Team, aber nicht publiziert oder so, kamen sie vom Sand, wo sie 4000 Jahre etwa oder etwas weniger gelegen hatten, auf die Museumsinsel in Berlin. Und in Berlin war damals, Sie wissen es, Ende 1913, Berlin war die Hauptstadt der Avantgarden, der Transvestitenlokale, der Kinos, des bewegten Lebens. Und diese Objekte kamen und wurden ausgestellt, bis auf Nofretete, die nicht sofort ausgestellt wurde, in einer Zeit, wo zum Beispiel auch die Galerie der Sturm nicht weit von der Museumsinsel in der Potsdamer Straße den ersten deutschen Herbstsalon abhielt. Hier hieß es, der erste deutsche Herbstsalon ist die stärkste deutsche Kunstausstellung. Und wenn man sich aber die Presse der Zeit anguckt, Marinetti war auch dabei, wenn man sich die Presse der Zeit anschaut, dann fragt man sich, welche eigentlich die stärkste Ausstellung der Zeit war. Und es kommt der Verdacht relativ schnell hoch, dass die stärkste Ausstellung genau in diesem Herbst die Amarna-Ausstellung im Ägyptischen Museum, im Neuen Museum auf der Museumsinsel war. Sie sehen Hunderte von Zeitungsberichten über diese Ausstellung. Ich lese Ihnen hier aus der Vossischen Zeitung nur eine Zeile. Kunstausstellung, 20. Dezember 1913. Die Ausstellung im Ägyptischen Museum, wo die neuen Fundstücke aus Tell el-Amarna gezeigt werden, ist ein großer Saisonerfolg geworden. Man spricht fast so viel von alter ägyptischer Skulptur wie vom Tango. Und Amenophis IV. Ist geradezu populär.
Den fortgeschrittenen Modernen ist freilich das Ägyptische noch nicht streng, nicht hieratisch genug. Sie schwärmen von siamesischer Plastik, gewisse junge Künstler aber und eine Gruppe von Esoterikern dringen sogar noch tiefer in den Urwald der Kunstgeschichte ein und verkünden die Klassik der Negerplastik. So, also wir sind in einer Zeit, wo alles, was nicht so aussieht wie das, was man aus der Schule kennt, also diese andere ägyptische Antike, die Kunst aus Afrika, die chinesische Kunst, die Avantgarden richtig anregt und sehr interessant oder mit sehr guten Beiträgen oder Impulsen ausstattet. Ich zeige Ihnen nur als weiterer Beweis, man könnte stundenlang über diesen Fall reden, einen Artikel von Lisbeth Stern, das war eine Schwester von Käthe Kollwitz, in den sozialistischen Monatsheften, also im Proletariat, die einen erklärt, dass die Köpfe aus Tell el Amarna eigentlich für den Sozialisten, für den Arbeiter ganz viel bedeuten. Ich lese kurz vor, die Ausgrabungen der Orientgesellschaft haben in diesem Jahr bei der Freilegung der Stadt Tell el Amarna auch so und so Köpfe. Die Abgüsse könnten ebenso gut von heute sein. Die Geschichtsformen sind nur wie zufällig zusammengewürfelt und auch im Ausdruck so zufällig beeindruckt wie jedes Gesicht heute auf der Straße. Dagegen sind die Porträtköpfe von unglaublicher Stilsauberkeit und Strenge. Es ist fast wie eine letzte aristokratische Ausfiltrierung des Menschen. Nun ist ja wohl möglich, dass die Gipsabgüsse von Proletariern abgenommen sind. Also wir merken hier, wie der große, der krasse Realismus dieser Köpfe diese junge Journalistin dazu bewegt, da ihre Begriffe aus der Zeit, also das Proletariat, die Aristokratie, darin zu projizieren. Und tatsächlich war es so, dass diese Objekte aus Amarna, die keiner vorher gesehen hatte, als die eigentliche Avantgarde wegen dieses krassen Realismus hochstilisiert wurden. Hier erklärt Adolf Bene, das war der Kunstkritiker, der auch die Expressionisten Salon oder sehr verteidigt hat in der Presse. Hier widmet er einen ganzen Artikel dem Bildhauer von dieser Bildhauerwerkstatt Thutmes und der Artikel sagt im Grunde, ja, heute erzähle ich euch nicht von irgendeinem lebenden Künstler, sondern von dem großen, größten avantgardistischen Künstler aller Zeiten und der heißt Thutmes und der ist schon sehr lange tot, aber das ist die Avantgarde, die wir haben wollen und die wir brauchen. Also genau in derselben Zeit werden futuristische Objekte in Berlin gezeigt, aber auch diese Büste von Echnaton etwa und der Höhepunkt ist, als Lou Andrea Salomé unter anderem Rilke sagt, du musst dir unbedingt diese Ausstellung angucken, da im ägyptischen Museum, das ist unfassbar, die Leute sehen aus wie wir heute und vor allem du siehst genau aus wie Amenophis, das kann nie wahr sein. Diese totale Identifikation der gelehrten Kreise von Schriftstellern, auch Thomas Mann hat bekanntlich dort seine Studien betrieben, um auch zu schreiben. Also nicht nur die Elite, die Schriftsteller, die Psychoanalyse hat sich für diese Kunst interessiert, alle Schichten im Grunde. Und hier kann man also die Antwort auf die Frage, wem gehört eigentlich diese Kunst aus Amarna, die kann man hier mit gutem Gewissen so beantworten, dass man sagt, also sie gehört sicherlich nach Ägypten auch, bestimmt, weil das der lokale Ort, aber sie gehört auch dem Ort, wo sie so viel befruchtet hat, dass ganze Romane, ganze künstlerische Richtungen daraus entstanden sind. Das ist ein geteiltes Erbe in dem Fall. Also man kann es belegen, man kann es untersuchen und wenn man das sagen kann, dann hat man ein besseres Gewissen, als wenn man bei anderen Objekten nur sagen kann, ja, die sind seit 200 Jahren oder seit 100 Jahren immer noch in den Kisten, mit denen sie gekommen sind. Und das kommt auch in diesen Museen vor. Ein letztes Beispiel über, wie solche Fragen von Translokation, die andere Künstler oder andere Schriftsteller befruchten, animieren können, etwas zu tun, ist eben das schon mehrmals von mir erwähnte Beispiel des Sommerpalastes in Peking. Sie sehen hier, diesem Sommerpalast war ein Brunnen und an dem Brunnen drumherum geordnet sind hier Figuren, die den chinesischen, die, das, die
Sternkreise, das chinesische Sternkreis, also die Ratte, der Löwe, das Kaninchen etc. So. Diese Köpfe waren hergestellt worden von einem italienischen Jesuit im 18. Jahrhundert im europäischen Stil für den Sommerpalast. Das ist der Zustand heute, der ganze Sommerpalast, aber auch eben dieser Brunnen wurden geplündert während des Opiumkriegs von der französischen und der britischen Armee und die Objekte kamen nach Europa. Heute wird dort vor Ort an die Plünderung natürlich erinnert, indem die Ruinen so umzirkelt sind und auch gezeigt werden als Akt der Barbarei. Dieser Kopf unter anderem und dieser andere Bronzekopf wurden wieder sichtbar, wie ich vorhin schon erwähnte, als der große Modemacher Yves Saint Laurent starb und sein Mann Pierre Berger, sein Lebensgefährte, mit unglaublichem Aufwand im Grand Palais versteigern ließ. Das war der Höhepunkt des Glamours, was Paris seit Jahrzehnten nicht gesehen hatte. Alle, die was bedeuten, waren auch dabei. Und während dieser Auktion kamen also die Köpfe wieder in die Sichtbarkeit, auch in die Sichtbarkeit der chinesischen Medien, und das Ganze löste eine riesige Kampagne gegen Frankreich aus und für die Rückkehr. Also es hieß, dass die Objekte zurück nach China gehen sollen und nicht verauktioniert werden sollen, sondern dass Pierre Berger sie restituieren sollte. Pierre Berger hatte Todesdrohungen, der hat sich zu Hause versteckt, der hat auch sehr französisch behauptet, er würde die Köpfe erst zurückgeben, wenn Tibet befreit wird. Kunst ist ein Produkt der Freiheit, also in der schönen französischen Tradition argumentiert, ja, die Chinesen sind undemokratisch, also behalte ich die Köpfe oder ich verkaufe sie jetzt und sie werden auf gar keinen Fall restituiert. Und in diesen Jahren kam eben der Film von Jackie Chan zustande, aber auch ein Zyklus von Ai Weiwei mit diesem Thema. Er hat diese Köpfe in riesigem Ausmaß kopieren lassen oder kopiert und dann durch die ganze Welt touren lassen. Sie sehen hier eine Ausstellung in London, hier in einer Stadt der USA, auch hier in den USA. Und sein Argument, hier sieht man ihn mit seiner Werkstatt, nach der weiteren Herstellung einer weiteren Kopiengruppe, diesmal vergoldet und etwas kleiner. Und in seinem Blog erklärt Ai Weiwei, was er sich dabei gedacht hat. Er macht klar, dass die chinesische Regierung, also die offiziellen, die Regierung, diese Objekte nur zurückhaben will, um die chinesische Bevölkerung von echten Problemen abzulenken. Also, dass es ein Propagandamanöver ist der undemokratischen chinesischen Regierung und dass wer für die Rückkehr dieser Werke nach China ist, eigentlich keine Ahnung hat von Kunst, denn Kunst, sagt er, war immer zum Zirkulieren gemacht worden. Übrigens waren diese Werke auch aus Italien oder von einem italienischen Künstler hergestellt. Und sein Werk hier soll dazu führen, dass diese Objekte wieder zirkulieren. Und er ist ganz und gar gegen die Idee einer Restitution als Dissident. Wenn man heute auch, das haben wir neulich auch gemacht bei uns in Berlin an der Technischen Universität, wenn man junge chinesische Studenten, die da auch studieren, fragt, merkt man richtig, wie sie sofort sagen, nein, ich bin gegen Restitution. Und also man merkt, dass diese Aktion von Ai Weiwei, die einfach auch für uns überraschend ist, weil wir immer denken, ja, das ist richtig zurückzugeben, aber dass die Stimmen, die für Restitution sind, nicht immer diejenigen sind, die wir erwarten. Ich weiß nicht, wie es in Polen, im aktuellen Polen, wer genau die, aber Sie sagten, das hat über 30 Jahre gedauert. Also es ist eine andere Geschichte, aber im aktuellen Polen, wenn die Frage der Kunstwerke thematisiert wird oder auch in der Türkei, sind es natürlich auch immer politische Absichten, die damit verbunden sind. Und es ist immer sehr wichtig, als Historiker in der Vergangenheit, aber auch in der jetzigen Zeit immer sorgfältig zu schauen, wer spricht, wann, warum, zu welchem Zweck für Restitution. Unser Impuls, vielleicht nicht Ihrer, aber jedenfalls von unseren jungen Leuten an den Universitäten ist, wir geben alles zurück. Und erst wenn man mit Ihnen zusammen sich diese verschiedenen Stimmen anschaut und wenn Sie verstehen, ach so, vielleicht sind das die Falschen, die die Sachen zurückhaben wollen, die Falschen aus Ihrer Sicht, dann wird die Sache etwas komplexer und der Gewinn an Komplexität ist das, was wir
ja, was tun, was wir alle zusammen tun können in Einrichtungen wie Museen oder Bibliotheken, aber auch an den Universitäten, nämlich, dass wir einerseits möglichst transparent mit diesen Herkünften sind, dass wir die Provenienzen gut dokumentieren, dass nicht irgendwo der Eindruck entsteht, ja, man sagt uns nicht, woher das kommt, weil das unlauter gewesen ist, etc. Also ich glaube, die Transparenz ist auf jeden Fall ein Gebot und dann eben das immer wieder betonen, dass es ganz komplizierte Fragen sind, auf die, also wem gehört das, soll man das restituieren, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich zeige Ihnen an dieser Stelle nur ganz kurz eine Kampagne, eine Nichtregierungsorganisation, eine NGO, den Plakatstil der preußischen Museen sozusagen abgezweigt hat, genau mit derselben Typografie und mit demselben Gestaltungsdesign, eine Anti-Kampagne gemacht hat. Sie zeigen hier einen Thron aus Kamerun mit der Frage preußischer Kulturbesitz. Und die deutsche Sprache hat die Besonderheit, die ja für diese Fragen sehr praktisch ist, dass sie zwischen Besitz und Eigentum unterscheidet. Der Besitz ist das, worauf man sitzt. Es muss nicht das eigene sein. Eigentum ist das, was einem eigen ist. Man kann in Handbüchern für Juristen lesen, dass zum Beispiel, wenn ich ein Fahrrad habe, ich habe ein Fahrrad, das Fahrrad wird mir geklaut, dann ist der Dieb im Besitz meines Fahrrads, aber es bleibt mein Fahrrad. Und ich glaube, mit diesem Begriffspaar Besitz und Eigentum kann man auch die Sache denken. Man könnte sagen, ja, der preußische Kulturbesitz sitzt auf Objekte, die das Eigentum anderer ist. Warum nicht? Es sind sehr komplizierte Fragen. Ich kann Ihnen nur an dieser Stelle eine lustige Antwort auf die Frage nennen, und zwar von einem jungen französischen Schriftsteller, Arnaud Bertinat, der eine sehr kluge und maliziöse Novelle geschrieben hat, eine ganz kurze Geschichte. Er stellt sich vor, und das ist es spielt in 2-3 Jahren, 2019, 20 etc. Er stellt sich vor, dass ein Chef aus Kamerun an das Musée du Quai Branly, das ist das ethnologische Museum in Paris, dass dieser Chef aus Kamerun schreibt, ja, wir wollen gerne freien Eintritt für alle Leute aus Kamerun im Musée du Quai Branly. Und dieser Brief wird überhaupt nicht wahrgenommen von den Kollegen in Paris, die schmeißen den sofort bei der Dienstsitzung, also ad acta gelegt. Und nach einem Jahr schreibt dieser Chef aus Kamerun nochmal in diesem perfekten afrikanischen, pompösen Französisch denselben Brief nochmal. Wir wünschen uns freien Eintritt, weil sie so Objekte aus unserem Kulturkreis haben, freien Eintritt für alle aus Kamerun. Und dann schreibt er unten PS. Und wenn sie uns den freien Eintritt nicht gewähren, dann fordern wir die Restitution von einem Objekt. Alarm im Musée du Quai Branly. Nein, das geht gar nicht. Das sind unsere Star-Objekte, die sind auf den Plakaten etc. Klar kriegen sie freien Eintritt. Die kriegen freien Eintritt. Da regen sich die Italiener sofort auf in Brüssel und sagen, wenn die Afrikaner freien Eintritt bekommen in den französischen Museen, dann wollen wir Italiener auch freien Eintritt haben. Und das steigert sich immer mehr, die französischen Kuratoren, die immer damit argumentiert haben, ja, die Wurzeln Europas sind in Afrika und deswegen müssen wir den Afrikanern alles, das geht schon. Und dann diese Afrikaner, die da in Bangulab sitzen, also dieser Chef mit seinen Beratern, die lachen sich immer ins Fäustchen und sagen, oh, oh, die kommen nicht mehr klar mit ihren Argumenten, jetzt, weil die jetzt geschrieben haben, dass die Wurzeln Europa in Afrika liegen, jetzt, ja, dann bitten wir um die Leihgabe von einem Delacroix nach Bangulab. Und dann gibt es zwei Kuratoren des Louvre, die in Ohnmacht fallen in Brüssel. Also es wird immer schlimmer und schlimmer und am ganzen Ende der Geschichte sind alle Museen in Europa gratis und überhaupt ganz Europa befreit sich von dem Problem der Währung. Das ist die Antwort auf die Frage und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.